Hallo. Ja, sich ausdrücken können, darüber will ich jetzt kurz sprechen. Eine Riesendiskussion in der Business Academy. Ja, sie heißt eigentlich, heißt sie ja Divine Design Business Academy und Leadership, Business and Leadership Academy. Und kommen immer wieder zu diesem Punkt und ihr auch in eurem Leben mit dem Ausdrücken. Die, die mir schon eine Weile lang folgen, die wissen, dass ich Neville Goddard so gerne zitiere, weil er einfach so recht hat, mit Everyone is you pushed out. Jeder ist ein Ausdruck von dir. Jedes ist ein Ausdruck von dir. Und wenn wir uns nicht ausdrücken können, so wie wir das im deutschen Sprachgebrauch kennen, dann, ja, was ist dann? Dann ist die Schöpfung hier zu Ende. Dann gibt es keinen Ausdruck, dann gibt es nichts. Dann drückt sich alles andere aus, aber nicht ich. Und das ist so eine wichtige Erkenntnis, die ich euch mitgeben möchte. Schaut mal hier, keinen besseren Ort, um in sich zu gehen, um Sachen zu verstehen, weil ohne unseren Kopf, wenn der nichts versteht, dann kommen wir nicht weiter. Also, der Ausdruck. Alles ist ein Ausdruck von dir selber. Alles drückt dich aus. Und das ist heftig. Das ist wirklich heftig. Was du redest, was du sagst, was du denkst, auch wenn es keiner hört, drückt dich aus. Alles drückt aus, was du in deinem Innen glaubst, denkst und fühlst. Und jetzt gerade in der Business Academy, wenn wir an diesem Punkt sind, wie ist es, wenn ich mich präsentiere, wenn ich mich sehen lasse, wenn ich meine, ich kann ja kein Angebot verkaufen, wenn ich es verstecke. Ich muss mich ja zeigen. Ich kann mich aber nicht ausdrücken. Ich kann mich nicht ausdrücken. Dann dürfen alle irgendwie mich angucken und ich habe in meinem Inneren eine ganz klare Vorstellung von dem, was man im Außen sieht. Und solange ich noch irgendeine Vorstellung davon habe, dass man sieht, dass ich nicht gut genug bin, dass ich nicht wert genug bin, dass ich es noch nicht ganz drauf habe, dass ich es noch nicht ganz geschafft habe, dann ist es der Ausdruck. Dann drücke ich das aus und das will ich ja nicht ausdrücken. Insbesondere wenn ich ein Business habe, insbesondere wenn ich ein Angebot habe, möchte ich das ja nicht ausdrücken. Also geht der einzige mögliche Weg dadurch, dass ich mich verändere zu einer Frau, zu einem Menschen, der sich ausdrücken will, weil er sich gut findet, weil er sich wichtig findet, weil er sich als Geschenk auf Erden empfindet. Und darum geht's. Du bist immer ein Ausdruck deiner selbst. Dein Leben ist immer ein Ausdruck deiner selbst. Und das erkennst du daran, dass du vielleicht für andere ein ganz, ganz tolles Leben hast. Dass du immer wieder hörst, wow, was hast du, tolles Leben und wie lebst du toll und wo gehst du hin und was hast du für eine schöne Wohnung, was hast du für ein schönes Auto. Und du denkst, ja, ist ganz nett, ist ganz nett. Aber es ist jetzt nicht das, was ich wirklich will. Und daran erkennst du auch, dass es im Außen eigentlich völlig wurscht ist, was du alles präsentierst und repräsentierst, wenn du es nicht outpusht. Wenn du nicht die Person, die Frau outpusht, die mega happy ist mit ihrem Leben, die mega happy ist mit all dem, was sie erschaffen hat, erschaffen wird noch in Zukunft, was sie erlebt und was sie erleben wird in Zukunft. Und der einzige Weg. Ich habe alle Wege ausprobiert. Ich habe so viel Geld investiert. Ich will es nicht mal nachrechnen, aber sind sicher ein paar hunderttausend in den letzten 20 Jahren, um zu heilen. Und heilen heißt ja auch wiederum nichts anderes, um gut genug zu werden. Ja, es ist einfach so. Und ohne das wirst du kein erfolgreiches Leben führen. Und erfolgreich heißt nun mal, dass du angekommen bist in einem Leben, wo du Beziehungen hast, die du liebst, wo du Dinge tust, die du liebst, die du genießen kannst. Und in einem Leben, wo du nicht Dinge tust,
um zu glücklich zu werden, um zu genug zu sein, um zu richtig zu sein. Nein, du willst ankommen in einem Leben, wo du glücklich bist, wo du genug bist, wo du wert bist, wo dein Ausdruck so viel wert ist, weil du hast nichts anderes als deinen Ausdruck. Und der Eindruck, den du hinterlässt, das ist dein Ausdruck. Ganz einfach. Und da kann es mal sein, dass du einen megamäßigen Eindruck hinterlässt. Wow, es hat richtig geflutscht, es hat geklappt und du kommst nach Hause und du denkst, oh Gott, das kriege ich nicht nochmal hin. Wenn ich jetzt zum zweiten Mal hingehe oder wenn ich die Person zum zweiten Mal sehe, oh, wie soll ich das schaffen, dass der immer noch denkt, ich bin toll? Oh, wie soll ich das schaffen, dass die immer noch begeistert von mir sind? Ich bin ja eigentlich gar nicht so toll in Wahrheit. In Wahrheit muss ich es ja verstecken, weil das kann ich noch nicht gut genug, da bin ich noch nicht gut genug. Und in meiner Vergangenheit war es ja immer so, irgendwann mal war ich dann doch wieder nicht gut genug, obwohl ich eine Zeit lang gut genug war und alle fanden mich gut, alle fanden mich super. Und dann kam der Moment, bam, da habe ich eine auf die Fresse gekriegt, ich sag's mal so, wie es ist. Und woran lag das? Einfach, weil du dein Innerstes wieder ausgepusht hast. Weil du nicht auf irgendeinem Energieträger reiten konntest, sondern plötzlich warst du. Und dieses Du von dir ist per Natur nicht gut genug. Schau dir mein Video an, der Kampf, der Stress. Wir sind so konditioniert. Und wir können da nur aussteigen, indem wir kraftvoll herausspringen aus diesen verdammten Lügen, die uns übergestülpt worden sind. Und komplett. Und ich möchte, dass du so komplett aussteigst, dass du genau weißt, dass zweifelsohne da draußen keine Situation, keinen Menschen gibt, der nicht ein Ausdruck von dir ist. Es ist immer so. Du kannst jetzt dich weigern, du kannst sagen, nee, das ist doof, das stimmt nicht. Da draußen sind Leute, die haben eigene Meinungen, die haben eigene Überzeugungen. Ja, aber nimm mal den gleichen Mensch, schau ihn an und dann hast du deine Meinung und deine Überzeugung. Und dann kommt jemand anders und der sagt dir was ganz anderes über diesen Menschen. Und dann diskutierst du, wer recht hat, wie dieser Mensch ist. Und du hast deine Meinung, du hast deine Ansicht. Es ist deine. Ganz allein deine. Und wenn jemand anders dich jetzt überzeugt und mit dir redet und sagt, nee, aber guck mal, und ich weiß, der kommt aus so und so einer Familie und der ist gar nicht so, wie du denkst, der ist ganz anders. Und dann fängst du an, eine andere Meinung zu haben von diesem. Aber das bist immer noch du. Du nimmst jetzt einfach eine andere Meinung an. In diesem Moment. Aber dann ist es das Interessante, was heißt es dann für dich? Wer bist denn du? Was für Rückschlüsse triffst du für dich aus den Sachen, die du im Außen triffst? Was heißt es für dich, wenn du jemanden triffst, der super erfolgreich ist? Kannst du mit dem Auge zu Auge sprechen? Kannst du über dich erzählen? Kannst du einen Ausdruck, einen Eindruck hinterlassen, der dich wirklich 100% repräsentiert? Traust du dich das? Traust du deine Wahrheit zu sprechen? Traust du den Ausdruck zu haben, dich auszudrücken? Das wird in der Spiritualität auch immer so wu-wu-wu gemacht. Ja, und das Halschakra ist zu. Und deswegen kann ich mich nicht ausdrücken. Und jetzt muss ich da meinen Hund holen, weil der drückt sich gerade in seiner Retriever-Art und Weise auf und frisst irgendetwas, was sie nicht fressen sollte. So, okay, weiter. Und weißt du, warum du dich nicht traust, dich auszudrücken? Weil ganz tief in deinem Inneren ist eine Überzeugung, dass du etwas falsch sagen könntest, dass es nicht gut ankommen könnte, dass es vielleicht nicht positiv gewertet werden könnte, dass du vielleicht nicht akzeptiert, geliebt und respektiert wirst. Tja, dann liegt es daran,
dass du noch nicht diese Person geworden bist, deren Ausdruck wertvoll ist, deren Meinung, deren Ansichten wertvoll und erhebend sind. Und das ist genau das, was ich sage. Wenn du dein Divine Design, dein ursprüngliches, perfektes Design noch nicht gefunden hast, noch nicht verkörpern kannst, dann traust du dich nicht, dich auszudrücken. Dann hast du immer noch Zweifel. Dann denkst du immer noch diese Dinge über dich, die nicht gut genug sind. Und dann bedeutet es, dass du eine Person bist, die nicht gut genug ist. Und warum solltest genau du eine Person sein, die nicht gut genug ist? Warum? Da gibt es tausend Begründungen. Weil du das und das noch nicht kannst, weil du das und das noch nicht hast, weil du das und das noch nicht bist. Und dann triffst du jemanden, der kann noch viel weniger. Der hat noch ein viel, viel weniger Ausbildung, der hat noch viel weniger Lebenserfahrung, der ist noch viel jünger sogar. Unsere jungen Leute, die sind noch so viel näher an ihrem Divine Design. Die haben sich irgendwo schon abgeschottet, besser abgeschottet als wir Älteren. Genau von diesem, was uns als Kinder, als Jugendliche und auch noch als Erwachsene übergekübelt worden ist. Ja, und dann triffst du so jemanden. Und dann sind 18-Jährige unterwegs. Die haben Businesses, die haben eine Stimme, die haben was zu sagen. Die zeigen sich, die drücken sich aus. Und du guckst immer noch und denkst, wieso? Wieso bin ich so schlecht? Wieso kann ich sowas nicht? Ich kann sowas nicht. Ich kann sowas nicht. Ich könnte sowas nie. Ich könnte nie in der Öffentlichkeit sprechen. Ich könnte es nicht. Aha. Aber ich habe auch nichts zu sagen. Ich bin so unwichtig. Und das ist alles eine riesen dumme Scheißlüge, die ich auch sehr, sehr lange geglaubt habe und versucht habe, endlich gut genug zu sein in den Dingen, die ich eigentlich schon gut gemacht habe. Und ich habe sie super gemacht, aber ich war nicht gut genug und habe immer wieder die Reflexion bekommen, dass es da doch nicht gut genug ist, was ich tue. Ja, Leute. Und deswegen möchte ich euch den Weg zeigen, dass du erkennst, dass du nichts im Außen verändern kannst, wenn du immer noch eine Person bist, die irgendwo latent nicht wert ist, nicht gut genug ist, sich abrödeln muss, sich stressen muss, rennen muss und nichts zu sagen hat. Werde dieser geniale, grandiose, höchste, beste, schönste, für dich von Geburt an gedachteste Ausdruck deiner selbst. Du bist hier auf Erden angekommen, um das zu kapieren. Deswegen leidest du, deswegen fühlst du dich nicht gut, deswegen fühlst du dich schlecht, deswegen wirst du krank, deswegen wirst du pleite, deswegen hast du Angst vor Krankheiten. Genau deswegen. Aber das musst du nicht, weil es gibt ein Divine Design, das für dich angelegt ist, das für dich gedacht ist. Für jeden ist es da. Nur, es ist ein Geschenk. Und wenn du auch jemand bist, der Mühe hat, Geschenke, und zwar richtig große Geschenke anzunehmen, dann weißt du, woran es liegt. Du musst dieses Geschenk annehmen. Und da hat die Sabine, die ist auch in der Business Academy, die hat es so schön zusammengefasst heute Morgen. Wir haben immer so wunderbare Reflexionen. Und sie hat gesagt, und wenn ich mein ganzes Leben lang durch die Welt gelaufen bin und nicht erkennen konnte, dass dieses Leben ein grandioses Geschenk ist von einem unschätzbaren Wert und dass es auch bedeutet, dass ich selbst und das, was ich ausdrücke, einen unschätzbaren Wert hat, solange ich das nicht kapiere, werde ich nicht glücklich sein, werde ich mich nicht wohlfühlen, werde ich nicht in Ordnung sein. Und das möchte ich euch mitgeben. Es ist nicht etwas, was du dir holst, weil der Heilige Geist dich irgendwie erleuchtet, sondern es ist etwas, was du dir erarbeitest. Und ich habe auch gedacht und lange gewartet, bis die Erlösung kommt, bis ich gemerkt habe, ich bin selbst die Erlösung und meine Erkenntnisse über das, was ich wirklich bin und wie das Leben wirklich funktioniert, ist die Erlösung. Solange du da noch rumeierst und ganz viel Geld ausgibst für irgendwelche Heilungen, Energieheiler, was weiß ich nicht was, andere Leute im Außen von dir, die dir sagen, wie du es machen sollst, weil sie es auch so gemacht haben. Die dir sagen, was du essen sollst, weil sie es auch so gemacht haben. Die dir sagen, welchen Sport du machen sollst, weil sie es auch gemacht haben. All sowas, solange du auf das abfährst, bist du fremdbestimmt. Gibst du deine Macht, deine Kraft, deine Autorität nach außen ab. Und es ist deine Wahl. Es ist deine Wahl. Aber wenn du wählst,
dass du unterstützt werden willst, dass du genau die Person bist, für die du hier auf Erden angekommen bist, dann geh den Weg und finde deinen Weg. Was ich machen kann, ist, ich kann dich begleiten, deine Lügen wegzuräumen, dass du klar siehst, wie es wirklich gemeint ist für dich, dass du klar siehst, wie die Welt wirklich gemeint ist. Dann kannst du mit mir 6 Monate reisen in der Ultramind Experience mit supergeilem einwöchigen Yacht-Retreat. Unbezahlbar eigentlich, diese ganze Experience ist unbezahlbar. Wenn du in 6 Monaten dein ganzes Leben so hinkriegst, dass es lebenswert ist, dass du jeden Morgen aufstehst und dich einfach nur freust, dass du da bist, dass du gesund bist, dass du reich bist, ja, dass du reich bist, finanziell reich, dass du reich bist an Ansichten, an Erkenntnissen, dass du alles hast, weil alles da ist. Ich kann es dir nur anbieten. Du kannst weitergehen und kannst irgendwelche Human Design Charts über dich studieren, irgendwelche astrologischen Sachen aufstellen lassen, habe ich alles gemacht. Irgendwelche Heiler konsultieren, irgendwelche, Tarot. Oh mein Gott, wie viel Geld habe ich in Tarot-Readings investiert? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja, ich sag dir nur, lass es schnell gehen. Und wenn du das hörst, was ich dir sage, und du sagst, oh, das ist so teuer, dann kauf dir mein Crazy Offer für 1111, 6 Module von der Foundation, wo du so viele Erkenntnisse, so viel Klarheit, so viel Transformation erarbeiten kannst. Gleichzeitig hast du meinen Manifestationskurs, genaue Anweisung für Manifestation, wie Manifestation wirklich funktioniert. Und gleichzeitig kriegst du noch in diesen 1111 Euro hast du noch dabei ein 1:1 Q&A mit mir. Also mehr kann ich auch nicht für dich tun, wenn du dir nicht 1111 Euro leisten kannst für dich selber. Wenn du nicht irgendwie das machen kannst, dann wirst du deinen Wert niemals, niemals repräsentieren und niemals ausdrücken können. Und ja, es gibt Leute, die sagen, das ist viel. Ich war auch jemand, der mal sagte, 1000 Euro sind viel. Aber diese Sachen verändern sich. Und die verändern sich erst, wenn du erkennst, dass du 1111 Euro so wert bist und dass du auch dranbleibst und dass du die Arbeit machst. Dass du dir nicht einfach einen Kurs kaufst, weil es nett ist und weil er billig ist und weil du dir ihn leisten kannst, sondern dass du dir einen Kurs kaufst, weil er gut ist, weil er dich dahin bringt, in dich, in deine Selbstbestimmung und nicht irgendwo hin, wo ich es gelernt habe oder was weiß ich nicht, was irgendeine Modalität, sondern dass es wirklich funktioniert, was du eh schon immer machst, aber einfach in die Richtung, wo es halt nicht so ist, wie du es haben möchtest. Und deswegen mache ich es nicht billiger. Es ist mein Limit. Weil ich will auch, dass du dir wert bist und ich will Wertigkeit kreieren hier. Wertigkeit für mich, für dich, für uns alle, weil wir sind es alle wert und es gibt nicht Menschen, die mehr wert sind oder weniger wert. Du kannst für deinen Wert einstellen, aber du musst ihn ausdrücken. Du musst deinen Wert ausdrücken. Wenn du deinen Wert nicht ausdrückst, ja dann, wer soll es denn für dich machen? Du bist's. Also, steh für dich ein, geh für dich, geh wirklich für dich. Diese Konversation ist hoffentlich so wertvoll, dass du verstehst, was ich dir sagen will, weil ich habe selber so lange nicht verstanden. Ich habe selber so lange gefragt, warum, wie ein kleines Kind. Bis ich das Konzept gefunden habe, wo die Antworten sind. Das Konzept heißt Divine Design für uns alle, immer schon gewesen. Einfach nicht gewusst, gehört, macht aber nichts, gehört dazu, ist die Reise des Lebens. Deine Reise von Geburt an heißt, finde dein Divine Design und lebe es, drücke es aus. Und schau mal, wer drückst schon aus? Leute, die du vielleicht doof findest, Leute, die du vielleicht arrogant findest, Leute, die du vielleicht überheblich findest, Leute, die du glaubst, die sind mit dem Löffel, mit dem goldenen Löffel im Hintern geboren. Aber ich sag dir eins, meistens ist es eben deine Ansicht und es ist meistens nicht so, sondern es ist Menschen, die sich nicht abhalten haben lassen, die sich nicht Scheiße erzählen haben lassen, die sich nicht haben blenden lassen, sondern die ganz tief in ihrem Inneren immer gewusst haben, dass sie Divine Design sind und ihrem Verstand das irgendwann mal beigebracht haben. Und das wünsche ich mir für dich. Das kannst du auch. Das kann jeder.
Aber es muss halt jeder mal wollen. Schau mal, wenn ich hier nicht im Traum lebe. Und weißt du, wie lange ich hier schon lebe? 28 Jahre. Und weißt du, wie lange ich es schon genieße? 4 Jahre. Traurig, oder? Also, meine Lieben, krallt euch das crazy offer und legt los. Es ist jetzt der Moment. Worauf wartest du? I don't know. Ciao.